Hallo liebe Leute, ich lese heute aus der neuen Basisbibel und zwar ist die PS mit Psalme. Ich möchte den Psalm 23 vorlesen, weil das ja so einer der bekanntesten Psalme ist. Und wenn ihr den hört, könnt ihr euch vielleicht schon so ein kleines Bild von machen, wie sich die Psalme in der Basisbibel anhören. Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, ein Psalm mit David verbunden. Der Herr ist mein Hirte, mir fehlt es an nichts. Die Weiden sind saftig grün. Hier lässt er mich ruhig lagern. Er leitet mich zu kühlen Wasserstellen. Dort erfrischt er meine Seele. Er führt mich gerecht durchs Leben. Dafür steht er mit seinem Namen ein. Und muss ich durch ein finsteres Tal, fürchte ich keine Gefahr. Denn du bist an meiner Seite. Dein Stock und dein Stab schützen und trösten mich. Du deckst für mich einen Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haar mit duftendem Öl und füllst mir den Becher bis zum Rand. Nichts als Liebe und Güte begleiten mich alle Tage meines Lebens. Mein Platz ist im Haus des Herrn. Dorthin werde ich zurückkehren mein ganzes Leben lang. Das war der Psalm 23. Ich finde ihn sehr schön. Ich sage Tschüss und bin demnächst wieder da. Bis dann.